Man muss sich immer klar machen, sobald ich jemandem etwas Gutes tun will, aus öffentlichen Mitteln, und auch wenn es noch ein guter Zweck ist, Sie schauen mich ganz böse an, Sie haben völlig recht, es erwischt genau den Falschen. Ich könnte auch über einen Mehrgenerationen-Spielplatz sprechen oder über eine Sauna, alles, was ich heute gehört habe. Dann muss man sich bitte immer eines klar machen, wenn wir Gutes tun, wenn eine Gemeinde, wenn ein Land, wenn ein Bund Gutes tut und Geld gibt, was ist das für Geld? Das ist Geld, das einem anderen vorher weggenommen worden ist mit Zwang. Und wie wir spätestens alle seit Uli Hoeneß wissen, mit strafrechtlich angedrohtem Zwang. Und immer wenn da etwas Gutes gemacht wird aus öffentlichen Mitteln, dann ist irgendwo am anderen Ende einer, dem das Geld fehlt. Irgendeiner fährt durch Nordrhein-Westfalen oder durch Schleswig-Holstein mit einem klappernden alten Auto. Irgendeiner hat seinen Kindern kein neues Hemd gekauft, keine neue Schuhe, weil er seine Steuerlast bedienen musste, um am anderen Ende was Gutes zu tun. Alles Gute, was Politik tut, muss vorher einem anderen weggenommen werden. Der Staat selber hat kein Geld. Der Staat hat nur das Geld, was er jemandem anderen vorher weggenommen hat. Das muss man sich immer klar machen. Das ist ein ethisches Postulat, darüber nachzudenken. Immer wenn wir, in Anführungszeichen, wer immer das sein möchte, immer wenn der Politiker etwas Gutes tut, tut er es mit Mitteln, die er vorher jemand anderem weggenommen hat. Holla, holla. Das kann man nicht tief genug in seinem Herzen haben, diesen Gedanken, diese Klarheit.